Guten Morgen und weiter geht's mit Folge 4 bei der Diabik. Ich denke mal, das werden heute in einer Folge mehrere Tage sein, weil heute passiert nicht so viel. Ich wollte nur mal so ein bisschen einen Überblick geben über das, was bis jetzt noch passiert ist. Einmal habe ich die Vergaser zurückbekommen vom Ultraschall. Die sehen eigentlich so ziemlich gut aus. Und in der letzten oder in der vorletzten Folge habe ich ja gezeigt, wie man prüfen kann, ob hier die Ohrringe von dem Schwimmer und von, hoppala, hier von dem Schwimmernadelventil, dass, wie die noch gut sind, dass man die reinsteckt. Da muss man rumdrehen und dann sollten... dann sollte das nicht rausfallen. Das hat auch, wie die noch dreckig waren, sage ich mal, prima funktioniert. Jetzt, wo sie sauber sind, fällt es natürlich raus. Ne? Hier für die hatte ich sogar noch passende, für die Schwimmer nicht. Und ich habe mich dann entschlossen, Nägel mit Köpfen zu machen und habe da ein ganzes Dichtset bestellt mit allen Ohrringen, mit neuen Schwimmernadelventilen. Da warte ich noch drauf. Kann sein, dass das heute noch kommt. Wenn das so ist, dann kommen die Vergaser heute auch noch rein und ihr seid beim Startversuch dabei. Wenn nicht, wird das erst übermorgen passieren oder nächste Woche, weil morgen habe ich Gäste hier mit einer Royal Enfield, wo wir was anderes machen, das seht ihr dann auch noch. Gut, also das war das. Dann, was auch, das tun wir jetzt erstmal beiseite, so was auch gekommen ist, ist das Blinkrelais, das mache ich gleich rein. Das habe ich natürlich in passend orange bestellt. Ne? Dann habe ich ja gesagt, dass ich bei der Firma Pilop war und habe da mal geguckt, was da noch im Keller so rumliegt. Da habe ich also einmal den linken Seitendeckel gefunden, dann habe ich hier einen passenden Spiegel gefunden. Der hat auch, falls das mit dem Hinterrad nichts wird, auch noch ein Hinterrad für mich. Das ist zwar nicht sehr schön, das müsste man dann aufwendig entrosten, aber da sind zumindest alle Speichen in Ordnung. Vorher gucke ich aber noch mal, ob man hier die losen Speichen noch festmachen kann und die eine gebrochene ersetzen, weil der hat auch noch einzelne Speichen. Das aber alles erst, wenn der Motor läuft. Ne? Was ich noch gemacht habe, ich habe hier den Benzinfilter, den habe ich ersetzt. Ob das so bleibt, wo man ihn so direkt sieht, weiß ich noch nicht. Ich habe im Moment den Tank da auch nicht angeschlossen, sondern der ist nur draufgesetzt. Weil, wie gesagt, das muss ja alles noch weg für die Aktion morgen an der Royal Enfield. Mit dem Auspuff. Weil das, was hier dran ist, das ist ja gar nicht schön. Also man sieht schon, was da passiert ist. Dieser Deffel-Auspuff, der gehört natürlich so überhaupt nicht montiert. Der gehört ganz, ganz anders, der gehört weit höher. Dazu muss man dann aber die Blinker umsetzen. Das hat der Vorbesitzer nicht gemacht und der ist mir sowieso zu laut. Wenn das Teil läuft, wird es da auch noch einen anderen Auspuff geben. Und da gibt es auch was, was nicht so laut ist. Da bin ich sehr froh drüber, auch wenn das nicht alle verstehen können. Gut, was man hier, was habe ich noch gemacht? Nee, das habe ich schon gezeigt. Gut, das heißt, jetzt baue ich noch das Blinkerrelais ein, schaue dann mal, ob es auch blinkt. Und dann bin ich für heute schon fertig und es geht dann mit der nächsten Aktion weiter. So, ich habe es hier erstmal nur so reingesteckt. Das passt aber hier in die Originalhalterung. Dann schauen wir mal. So. Oh ja, das sieht gut aus. Blinkt vorne, blinkt hinten. Ja, hinten, das habt ihr auch nicht gesehen, das hat auch nicht funktioniert. Da waren die, das Plastik hinten gebrochen, wo die Glühbirne reinkommt. Das habe ich aber geklebt. Das war kein Problem. Jetzt gucken wir nochmal links, sollte es genauso gehen. Ja, tut es auch. So, wunderbar. Also Blinker ist repariert und Vergaser ist dann das Nächste, was kommt. Und ja, bis dahin, tschö. So, und da bin ich schon wieder. Ja, geschehen doch Zeichen und Wunder. Also keine 2 Stunden später, es klingelt an der Tür und die Dichtungen kommen. Also das Schwimmernadelventil und die ganzen Ohrringe. Ich habe das jetzt schon eingebaut. Was ich jetzt als letztes noch machen muss, ist den Schwimmerstand einstellen. Und dazu muss ich messen zwischen hier der
Dichtfläche und der oberen Kante. Und zwar soll das sein, wenn das gerade so aufliegt, aber noch nicht reingedrückt ist. Ich mache das eigentlich meistens so, dass ich hier mir einen Schlauch anschließe, in den puste ich rein und dann merkt man genau ab, wo genau das Ganze schließt. So, und da muss ich haben 13,6 bis 15,6 mm. Das werden wir jetzt überprüfen. So. So, hier liegt es auf. Das heißt, jetzt messen wir hier den Abstand. Und dann schauen wir mal, wie viel das ist. So. Da sind wir bei, oh, das wäre aber doch relativ viel. Sollen wir schauen? 15, nee, 15 ist noch gut. Gut, dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Also, hier ist geschlossen. Dann schauen wir mal hier. Da kommt man nicht so gut ran. Aber, warte mal, das machen wir anders. Gehen wir von hier aus. So. Halt, das ist schon zu viel. So, dann haben wir hier. Moment. Ah, 15, und ein kleines bisschen. Kommen wir da noch hin? Ja, also das müsste eigentlich auf beiden Seiten in Ordnung sein. Dann mache ich die Deckel noch drauf. Auch da habe ich neue Dichtungen drauf gemacht, obwohl, wie gesagt, die sind eigentlich nur, dass kein Staub reinkommt. Haben mit dem Sprit nichts zu tun. Der Schwimmerstand macht hier das Ventil. Dann schraube ich das rein und dann machen wir einen Versuch. Der Vergaser ist drin und was es dazu zu erzählen gibt, ist, auf das vorletzte Video, wo ich den rausgebaut habe, da hat jemand einen Kommentar geschrieben, der sagt, warum machst du eigentlich nicht den Luftfilterkasten lose und schiebst den ein bisschen nach hinten, geht das Ganze einfacher. Hat er recht, habe ich nicht dran gedacht, habe ich diesmal gemacht, ging einfacher. Ne? Namen habe ich vergessen, Dankeschön nochmal. So, und jetzt machen wir mal einen Versuch. Ob vielleicht jetzt das Motorrad startet. Warte mal, ich kann hier nicht gleichzeitig die Kupplung ziehen und den Choke festhalten, weil der hält nämlich noch nicht von alleine. Dann machen wir hier um den Kupplungszug mal einen Kabelbinder drum. So, und dann versuchen wir es nochmal. Das hört sich doch schon viel besser an. Wer sagt es denn? Und wir haben sogar Standgas. Ach, ist das schön. So, was ich natürlich jetzt gemacht habe, ich habe den Sprit mal direkt in den Vergaser gegeben, ohne den Umweg über die Benzinpumpe. Die schließe ich jetzt noch wieder an. Und, das geht immer noch nicht. So, und dann von der ganzen Elektrik her
was habe ich noch gemacht? Die Hupe habe ich noch repariert. Die Leitung zum Rücklicht habe ich wieder angeschlossen. Jetzt fehlt dann eigentlich nur noch irgendeine Leitung, Zündschloss. Irgendwo fehlt, weil man kann es im Moment nur mit dem Killschalter ausmachen, aber das kriegen wir auch noch hin. Jetzt schließe ich erstmal die Benzinpumpe an. So. So, dann war es das jetzt für heute. Also ich freue mich sehr. Motor klingt gut. Das Wichtigste ist also geschafft. Das heißt, jetzt kann es wirklich weitergehen. Wenn ich das nicht hinbekommen hätte mit dem Motor, wenn da irgendwas Schwerwiegendes gewesen wäre, hätte ich mir es nochmal überlegt. Aber so geht es natürlich weiter. Ja, dann steht demnächst mal das Hinterrad an, ein bisschen fahren, vorsichtig, um mal zu gucken, ob die Kupplung wirklich rutscht. Die Ausgleichswellenkette spannen, da habe ich auch schon die Dichtung für. Und ja, und dann Auspuff und ein bisschen schön machen. Und am 7. November habe ich den Termin bei der Zulassungsstelle und da werden wir dann mal hören, was mit den Papieren passieren wird. Und wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, liken, abonnieren, was das Zeug hält und wie sagt man immer so schön, erzähl es allen Freunden, die sollen auch gucken. Ja, ich stehe kurz vor der 3000 und ja, 3000 würde mich schon freuen, weil ich das nie im Leben gedacht hätte, dass das jemals so weit sein würde. Ne? Okay, ich wünsche euch was und bis demnächst.